Fuß. Der linke, nein, der rechte. Ihr Rechter, ihr Rechter. Ja, der ist abgeschraubt worden. Der ein intimer Kreuzempfänger der alten Synagoge gibt uns die Ehre und erläutert uns ein christlich motiviertes Gemälde abendländischer Malten. Das rote Buch im Schoß, das heißt ja voll, gell? Ja. Braut Christi, ne? Ob wer hat das gemalt oder wie? Bitte? Wer hat das gemalt? Gemalt hat das. Katharina von Siena. Ja, die hat das aber nicht gemalt, gell? Nein, das ist die Katharina von Siena. Das ist, glaube ich, die es davon abgeragelt haben. Johannes, der Täufer, Johannes, ne? Dominik de Tommaso Bigordi. Bigordi, genau. Bigordi. Girlandai. Girlandai. Ja. Girlandajo. Ja, irgendwo. Jetzt bleibt mir die Gabriela, die wüsste, wie man das ausspricht, alles, gell? Mhm. Ja, nein. Der Heiligenschein. So ganz so heilig ist auch nicht, gell? Die das rote Buch aufmacht. Das rote Buch. Ist der Kranz abgedunkelt um? Nein. Das rote. Ist ja, eigentlich soll es ja kalt sein, ja? Ja. So ein Drum rot im Schoß. Ja. Das heißt, wenn die das Buch aufgemacht hat, dann war da was, ein schönes Glas aus dem Rano drinnen. Weißt du? Ja. Das Buch war das getrieben, wie dieses schöne Glas aus dem Rano. Weil die haben damals die ersten Dildos. Also, oder teure Dildos, die haben aus in Morano aus Glas gemacht. Kaputt geht der. Ah! Während der Benutzung. Ja, das wird nicht so heftig sein. Da muss deine Leidenschaft schon zügeln. Und das hat ja eine Braut Christi, die hat ja die Leidenschaft schon. Die hat das gelernt. Sicher. Das Buch ist zu, das Kreuz ist hoch. Ja, eben. Was heißt das? Das Kreuz? Das Kreuz ist hoch. Ja, wie sie es anschaut. Schaut mal, wie sie es anschaut. Sie schaut an dem Kreuz vorbei. Sie überlegt, ob sie es weglegt, das Kreuz. Ja. Lieber Herr Jesus, sollen wir jetzt das Büchlein aufmalen oder nicht? So.